heute siehst du bei den Spielen aus? Ich glaube, ich muss mal schnell ins Bad. Jetzt habe ich diese Übelkeit schon seit einigen Tagen. Und ein bisschen seltsam fühle ich mich schon seit ein paar Wochen. Ich glaube, da ist was im Busch. Oh, aber Moment, was sehe ich denn da? Wieso? Was siehst du? Ist was nicht in Ordnung? Immer samstags auf YouTube. Familie Spielmann. Klaus Spielmann. Erik Spielmann. Pia Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Mir ist irgendwie echt schlecht. Die Kinder kommen gleich runter und ich habe noch nicht einmal ihr Pausenbrot vorbereitet. Mama, ich komme. Oh, Pia, guten Morgen. Ja, das sehe ich. Einen kleinen, süßen Flummi wie dich kann man wirklich nicht übersehen. Ist mein Frühstück schon fertig? Mama, du hast ja gar kein Frühstück gemacht. Erik, unser Frühstück ist noch gar nicht fertig. Aber warum denn nicht? Guten Morgen auch. Guten Morgen. Oh, Mama, was ist denn los? Bist du krank? Du bist ja ganz blass. Hast du deshalb kein Frühstück gemacht? Und jetzt wirst du auch noch irgendwie ganz grün. Oh je, ich glaube, ich muss mal schnell ins Bad. Was hat Mama denn bloß? Naja, wahrscheinlich ist sie krank. Magen-Darm oder so. Ich würde sagen, dann machen wir uns mal unser Frühstück selbst. Pia, weißt du, wo die Cornflakes sind? Ich kann sie nicht finden. Nein, keine Ahnung. Aber Milch ist auch nicht mehr da. Tja, dann holen wir uns auf dem Weg was beim Bäcker, oder? Oh ja! Eine Laugenstange. Mama, geht's dir wieder besser? Und kannst du uns Geld geben? Ach Kinder, ich weiß auch nicht so genau, was heute mit mir los ist. Irgendwie fühle ich mich gar nicht gut. Erik, kannst du vielleicht Pia heute zum Kindergarten bringen, bevor du zur Schule gehst? Klar, ich bin doch schon richtig groß. Ich bin doch der große Bruder. Ja, das weiß ich doch. Und jetzt gebe ich euch auch noch ein bisschen Geld. Dann könnt ihr euch vorne an der Ecke beim Bäcker noch was zum Frühstück holen, okay? Aber ich krieg eine Laugenstange. Ja, Erik? Okay, du nimmst die Laugenstange und ich eine Brezel. Siehst du, Mama? Ich bin auch schon richtig vernünftig und kaufe gar nichts Süßes zum Frühstück. So, dann macht euch mal auf den Weg. Seid vorsichtig und bis... Oh, oh. Mama, du wirst ja schon wieder ganz grün. Tut mir leid, ich muss ins Bad. Komm, lass uns gehen, Pia. Sonst kommen wir zu spät. Arme Mama. Jetzt habe ich diese Übelkeit schon seit einigen Tagen. Und ein bisschen seltsam fühle ich mich schon seit ein paar Wochen. Ich glaube, da ist was im Busch. Ja, hallo, hier ist Astrid Spielmann. Hallo Astrid, hier ist Nita. Oh, Nita, schön von dir zu hören. Wie geht's dir denn? Ach, weißt du, mir geht's gut. Aber ist bei euch alles okay? Ich habe heute, als ich Mieke zum Kindergarten gebracht habe, gesehen, dass Erik heute Pia gebracht hat. Bist du vielleicht krank? Ich wollte schon lange mal ausprobieren, wie Erik und Pia den kurzen Weg von Kindergarten und Schule alleine hinkriegen. Erik freut sich, wenn er Verantwortung übernehmen kann. Und Pia ist ja meist sowieso so brav. Da habe ich mir eigentlich keine Sorgen gemacht. Das stimmt. Erik ist wirklich ein vorbildlicher Bruder. Das freut mich. Und weißt du, Nita, mir ist seit einigen Tagen morgens immer sehr schlecht und heute war es wirklich besonders schlimm. Ich konnte den Kindern nicht mal Frühstück machen. Bei dem Gedanken an Essen musste ich mich schon gleich übergeben. Oh je, hatte ich eine Magen-Darm-Grippe erwischt oder? Ich glaube, es ist eher das oder. Oh, das ist ja toll, Astrid. Hast du schon einen Test gemacht? Nein, bisher habe ich nur abgewartet. Es hätte auch ein Infekt sein können. Ich wollte die Kinder und Klaus nicht schon einweihen, bevor ich nicht selbstsicher bin. Aber weißt du was? Ich mache jetzt gleich den Test. Okay, mach das. Und wenn du Bescheid weißt, ruf mich an. Ich sterbe sonst vor Neugier. Na klar, du bist die Erste, die es erfährt. Also, nach Klaus. Also, mach's gut, Astrid. Und wenn du irgendwas brauchst, sag mir Bescheid. Ja, mach ich. Vielen Dank. Bis dann. Uff, da bin ich jetzt aber aufgeregt. Ob ich wirklich schwanger bin? Es spricht ja vieles dafür. Die Übelkeit am Morgen, die Müdigkeit. Klaus würde sich sicher so freuen. Ach, hoffentlich geht alles gut. Zum Glück habe ich noch einen Schwangerschaftstest zu Hause. Na so, wie war das nochmal? Man muss auf das Stäbchen pinkeln und dann warten. Zum Glück sind diese modernen Tester so schnell. Ich muss gerade mal eine Minute warten und dann weiß ich schon Bescheid. Also, los geht's. Okay, jetzt ungefähr eine Minute warten. Boah, so eine Minute, die kann aber ganz schön lang werden. Klaus kommt ja gleich von seiner Nachtschicht nach Hause. Jetzt muss ich mir auch noch überlegen, wie ich es ihm sagen könnte. Also, falls ich wirklich schwanger bin. So, jetzt sollte die Minute um sein. Oh, wusste ich's doch. Ich bin schwanger. Ich freue mich so. Oh mein Gott, was Klaus wohl sagt.
Oh, Klaus ist da. Wie sage ich es ihm denn jetzt? Ich habe noch gar keine Idee. Am liebsten würde ich ihm ja als kleine Überraschung präsentieren. Oder erstmal warten, bis ich beim Arzt war, nur um sicher zu gehen. Andererseits, ich kann es sowieso nicht verbergen. Er wird mich gleich durchschauen. Ich kann ja gar nicht aufhören zu grinsen. Hallo, ich bin da. Klaus, hallo. Ich bin gleich bei dir. Puh, das war heute ein anstrengender Dienst. Ich bin nicht mal dazu gekommen, etwas zu essen. Ah, da bist du ja. Du strahlst ja so. Oh je. Du siehst aber ganz müde aus. Ich bin in der Klinik nicht zum Schlafen gekommen. Es war die ganze Zeit was los. Aber bevor ich mich aufs Ohr haue, muss ich unbedingt etwas essen. Wie wär's? Frühstücken wir zusammen? Frühstück? Also, weißt du, ich habe heute Morgen schon mit den Kindern gefrühstückt. Mhm. Eri hat mir doch ganz stolz eine SMS geschrieben, dass sie sich heute alleine was beim Bäcker holten, als sie auf dem Weg zur Schule waren. Hat er mich etwa angeflunkert? Nein, nein, er sagt schon die Wahrheit. Aber, ach, weißt du... Du bist ja so durcheinander. Komm, wir machen uns erstmal einen Kaffee. Dann können wir beide klarer denken. Eben hast du gestrahlt wie die Sonne und jetzt siehst du ganz käsig aus. Komm, setz dich, ich mache einen Kaffee. Jetzt erzähl mal, was ist denn los? Hatten wir vergessen einzukaufen? Oder wieso gab es bei uns heute kein Frühstück? Oder, oh je, bist du vielleicht krank? Ist dir schlecht? Ach Klaus, mach dir doch nicht so viele Gedanken. Es ist alles in Ordnung, bis auf... Was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich aber durcheinander. Astrid, ist alles in Ordnung? Oh je. Bist du doch krank? Nein. Nein? Du bist nicht krank. Du bist... Ja. Du bist schwanger? Wir bekommen wieder ein Baby? Ja, wir bekommen noch ein Baby. Ich habe gerade einen Test gemacht. Ich freue mich so. Ich freue mich mit dir. Das ist ja wunderbar. Jetzt verstehe ich auch, was hier los ist. Ja, tut mir leid, ich wollte es dir erzählen, aber dann hast du von Essen geredet und mir ist direkt wieder so schlecht geworden, dass ich gar nicht mehr richtig nachdenken konnte. Das ist doch jetzt auch völlig egal. Du bist schwanger, das ist super. Die Kinder werden sich sehr freuen. Aber lass uns erstmal zum Arzt gehen, bevor wir es ihnen erzählen. Weißt du was? Ich rufe jetzt gleich Frau Dr. Grün an. Die schiebt uns mit Sicherheit noch eben rein. Klaus? Ja gut, dann mach das mal. Ja, guten Tag, hier Spielmann. Können Sie mich bitte zu Frau Dr. Grün durchstellen? Genau, Spielmann. Herr Dr. Spielmann. Ich warte. Danke sehr. Ah, hallo Lilly. Hier ist Klaus. Du, Astrid ist, glaube ich, schwanger. Ja, genau. Also, sie hat einen Test gemacht und wir wollten sicher gehen. Ja, genau. Sie hat schon einen Selbsttest gemacht. Wir wollen aber natürlich so schnell wie möglich vorbeikommen und nach dem Rechten sehen lassen. Schaust du mal nach, ob du einen Termin hast? Heute Mittag? Um 12? Ach, da wird sich Astrid aber freuen. Vielen Dank, Lilly. Dann bis gleich. Na, hast du Lilly erreicht? Klar, los. Pack deine Sachen. Wir fahren gleich hin. Sie hat einen Termin für uns um 12. Um 12? Das klingt aber eher so, als würde sie ihre Mittagspause mal wieder ausfallen lassen. Ach, sie freut sich auch einfach mit uns. Die hat uns den Termin direkt angeboten. Na los, jetzt komm schon. So können wir auch auf dem Rückweg direkt die Kinder abholen. Das passt doch super. Willst du nicht erstmal schlafen? Du hast doch die ganze Nacht gearbeitet. Schlafen? Jetzt? Nein. Wie kommst du denn da drauf? Ich kann doch jetzt nicht schlafen. Jetzt beeil dich doch mal. Ja, ja, ist ja schon gut. Ich beeil mich ja schon. Guten Tag. Hallo, wie kann ich Ihnen denn helfen? Sie sind leider außerhalb der Sprechzeiten da. Die Ärztin hat bis 14 Uhr Mittagspause. Wir hatten vorhin angerufen. Ich bin Dr. Spielmann. Ich glaube, wir haben kurz am Telefon miteinander gesprochen. Ach, Herr Spielmann. Ja, natürlich. Frau Dr. Grün ist schon ganz aufgeregt, seit Sie angerufen haben und freut sich sehr, Sie zu sehen. Gehen Sie ruhig schon mal ins Behandlungszimmer. Dort können Sie sich auf die Liege legen. Frau Dr. Grün wird gleich bei Ihnen sein. Ihr Mann kann mir sicher Ihre Krankendaten durchgeben und dann schicke ich ihn zu Ihnen rein. Vielen Dank. Das ist sehr nett von Ihnen. So, dann geht's gleich los und ich werde erfahren, ob wir wirklich unser drittes Baby erwarten. Hallo Astrid, wie schön, dich zu sehen und dann auch noch aus so einem schönen Anlass. Hallo Lilly, vielen Dank, dass du dir so schnell Zeit für uns genommen hast. Kein Problem, Klaus war am Telefon so aufgeregt, dass ich dachte, wenn er auch nur einen Tag warten muss, dann platzt er. Das stimmt, er ist furchtbar nervös, aber freut sich auch sehr. Weißt du? Deshalb habe ich meiner Sprechstundenhilfe gesagt, sie soll ihn ein wenig ablenken. Dann haben wir hier kurz Zeit, uns in Ruhe zu unterhalten, bevor Klaus hier den Laden aufmischt. Oh, das ist aber nett. Er ist immer etwas überschwänglich, wenn er sich so freut. So, dann legen wir mal los. Erzähl mir doch einfach mal, wann du das letzte Mal deine Periode hattest, wann du gemerkt hast, dass du schwanger bist und wie es dir bislang geht. Also meine Periode hatte ich zuletzt vor 7 Wochen. Ich bin seit knapp 3 Wochen überfällig. Aber ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Wenn so viel los ist mit den Kindern, dann ist das auch schon mal ziemlich unregelmäßig.
Geahnt habe ich es seit ein paar Tagen, da ist mir morgens immer ziemlich übel. Heute war mir dann beim Anblick von Essen so schlecht, dass ich mich mehrmals übergeben habe. Ich fühle mich ein bisschen müde, aber ansonsten geht's mir blendend. Na, das hört sich doch erstmal super an. Dann machen wir jetzt den Ultraschall. Anschließend nehmen wir dir noch Blut ab und dann bist du auch schon wieder fertig. So, dann machen wir jetzt mal das Ultraschall. Erschrick dich nicht, das Gel ist etwas kühl, aber das kennst du ja schon von den anderen Schwangerschaften. Hey, ihr könnt doch nicht ohne mich anfangen. Hallo Klaus. Wir Frauen wollten nur ein bisschen unsere Ruhe haben. Na, das hätte ich mir ja denken können. Aber nichts da. Beim Baby-TV sitze ich in der ersten Reihe. Kann losgehen. Ach, Klaus. Ja, dann fange ich mal an. So, dann gucken wir mal. Also, hier ist die Gebärmutter. Ja, und ja, dann würde ich sagen, hier präsentiere ich euch Spielmann Baby Nummer 3. Oh, aber Moment, was sehe ich denn da? Wieso? Was siehst du? Ist was nicht in Ordnung? Oh, ich würde sagen, es ist etwas sehr, sehr in Ordnung. Hier seht ihr Baby Spielmann Nummer 4. Ihr bekommt Zwillinge tatsächlich. Was? Stark. Das gibt's doch gar nicht. Oh, wie schön. Ich freue mich so. Das ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Da sind wir bald zu sechst. Ja, herzlichen Glückwunsch euch beiden. Es sieht alles gut aus. Die Babys haben sich in der Gebärmutter eingenistet und ich höre sogar schon die beiden Herzschläge. Deine Angaben decken sich mit der Größe der Föten. Du bist also in der 7. Woche schwanger. Das ist ja hervorragend. Das ist einfach großartig. Vielen Dank, Lilly. So, ihr kennt das ja, bis zur 12. Woche ist immer Vorsicht angesagt. Wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte, regelt der Körper das oft ganz von selbst. Es gibt zwar keine Indizien, Astrid ist gesund und munter und es sieht auf dem Ultraschall alles super aus, aber vielleicht lasst ihr euch noch Zeit, bevor ihr es der ganzen Welt erzählt. Auch wenn euch das sicher schwer fallen wird. Ja, das wissen wir natürlich. Vielleicht sollten wir es den Kindern auch noch nicht sagen, damit sie nicht traurig sind, wenn etwas schief geht. Ich schicke dir jetzt nochmal meine Arzthelferin. Sie wird dir Blut abnehmen und wir checken dann nochmal alles durch. Ich fülle den Mutterpass aus und gebe ihn Klaus. Und dann sehen wir uns in 4 Wochen wieder. Aber wenn was sein sollte, könnt ihr gerne einfach immer vorbeikommen. Vielen Dank, Lilly. Ja, alles Gute für euch erstmal und dann bis bald. Was denkst du, sollen wir noch warten, bevor wir den Kindern die frohe Botschaft überbringen? Wird auf jeden Fall schwierig. Sie werden gleich merken, dass irgendwas im Busch ist. Würde mich auch nicht wundern, wenn Erik schon in der Schule 1 und 1 zusammengezählt hat und weiß, dass du keinen Infekt hast. Das ist gut möglich. Lass uns einfach abwarten. Wir warten einen guten Moment ab und erzählen es ihnen. Sie werden sich sicher riesig freuen. Pia wollte immer schon mal die große und nicht nur die kleine Schwester sein. Herr Spielmann, Sie können bei Lilly noch den Mutterpass abholen und Ihre Terminbestätigung fürs nächste Mal. Ich nehme Ihre Frau nur noch ganz schnell Blut ab und dann kommt sie auch raus. Ihr wollt mich also schon wieder loswerden? Aber nein, Herr Spielmann, wie kommen Sie denn nur darauf? Ist schon gut, Klaus. Ich bin doch gleich wieder bei dir. Du kannst ja eh nicht zuschauen, wie jemand anders mir in den Arm piekst. Also los, raus mit dir. Ja, ja, ist ja schon gut. Es ist einfach wunderbar. Ich bin so aufgeregt. Das wird das nächste große Abenteuer in unserem Leben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie-Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!